Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tinder Real Life. Heute mit dabei Hugo Couché. Eine Menge wunderschöne Singles, die heute wieder ihr großes Glück. Schon wieder er, Bruder. Er ist überall dabei. Wir suchen und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß dabei. Let's go. Hi, ich bin Lisa, 23 und ich bin mir ganz sicher, dass ich heute meine große Liebe finden werde. Hi Lisa, das ist ein Red Bull. Ich bin Sebastian, 30 und zwischen uns beiden ist genauso High Energy wie in dieser Dose. Kein Placement. Bin verpartner mit Red Bull. Ja, ja. Danke dir. Hi, ich bin der Adi und das ist Lisa. Möchtest du? Ich denke immer, wenn Adi da ist, habe ich das Gefühl, er möchte mit mir schlafen, Bro. I don't know. Jedes Mal. Genauso wie Philippe. Ich weiß nicht, ob ihr Philippe kennt. Aber die beiden geben mir immer so krasse Vibes, als würden die mich mit ficken wollen. Und ich habe auch beide schon gefragt, ob sie bisexuell sind, aber die sagen immer nein. Adi will mich immer anfassen, Bro. I don't know. Maxi auch. Mit mir selbst. Sie heißt auch Lisa. Ah. Nee. Doch. Das ist ein bisschen weird. Hallo, ich bin Felix. Ach, 20, du Scheiße. Ich mach guten Content und ich habe gehört, Gegensätze ziehen sich an. Bro! Ja, Bro. Ich bin Mike und mein Hamster ist gestern abgekackt. Gehst du mit mir einen neuen kaufen? Nee. Hi, ich bin Jungs. Digga, no, ich liebe die Jungs, Digga. Oh mein Gott, die carry. Anders, was findest du von Kühe? Was? Was findest du von Kühe? Ich hab's nicht verstanden. Hi, ich bin Tian. Ich hab in mein Bett geschissen. Kann ich bei dir schlafen? Nein. Hallo, ich bin Hugo. Sollen wir Minecraft spielen? Was sollen wir spielen? Minecraft. Ja, ist okay. Hey. Hör mal, Chicken. Ich bin Boris Becker. Ich bin am 22. November 1967 in Leimen geboren. Ich bin Tennisstar. Ich habe in meiner fucking Karriere 49 Titel geholt. Ich saß ohne Grund im Knast. Ich bin Becker. Ich weiß, dass ich bin. Ich bin. Mann, Junge, ich habe die Donation geskippt und er macht noch eine. Warum hat der Frosch kein Netz? Weil er schon einen Teich hat. Bro, ich habe die Donation geskippt, damit die kommt? Bro, what the fuck? Was ich sagen wollte, wir sind in einem anderen Video inzwischen und Hugo bringt immer noch die eine Frage, ob du Minecraft spielst. What the fuck, Bro? Jungs, ja, ja. Nee, jetzt hier hin quasi. Okay. Ja, da nur Revi direkt kommen wollte, nehme ich einfach Revi. Oh, yeah. Yeah. Oh, also das mit Philippe verstehe ich auch in Revis Video, wie die sich geküsst. Wie alt bist du? 19? Ja. Das ist zu jung. Aber Philippe ist auch geil. Hi, ich bin Sebastian. Das ist ein Kamerastativ. Ich habe mir dazu nichts ausgedacht. Liebe Grüße. Raus. Danke dir. Ich bin 19. Was geht ab, Merle? Moin. Ist eigentlich gar nicht mein Typ, aber kannst du mich vielleicht in Counter-Strike coachen? Mach dich ab! Hallo Merle, wir kennen uns. Wie du weißt, bin ich vegan, aber deinen Arsch würde ich fressen. Oh, Mann. Oh, Felix! Er kommt! Ja. Yeah. Ja. Bist du ein Eisbär? Ein Playboy. Eisbär. Nein. Siehst nämlich schwer genug aus. Gibt es wirklich Menschen, welche so blöd sind und denken, die Kinder werden nur im Krankenhaus geboren? Wo sollen die sonst geboren werden, Bro? Ich hab keinen guten Gag hier. Stell euch einfach irgendwas Lustiges vor. Deine Mom. Hast du schon mal eine Frau also. Ja. Hey, ich bin der Adi. Könntest du etwas für dich behalten? Was denn? Mich wie immer. Schwierig. Oh mein Gott, Adi, vielleicht nächstes Mal. Nächstes Mal. Ist nicht schlimm, Bruder Herz. Hi, ich bin Nils und ich kann gut mit heißer Flamme umgehen. Hast du Bock auf einen heißen Abend? Bro, welche fucking Sprache spricht der Typ? Ja, okay. Der Typ hat einen Flammenwerfer, ob ich zu dem Nein sage. Das war impressive. Warum hat der Mathematiker Probleme beim Einschlafen? Weil er ständig über seine Probleme X und Y nachdenkt und sich fragt, warum sie nicht zusammenkommen. Der wird zwar Arsch, Bro. Hallo, ich bin Hugo. Wollen wir unsere Minecraft-Betten nebeneinander stellen und danach ins Legoland gehen? Ohne Legoland vielleicht, aber... Mit weiß ich nicht. Digga, wir haben ein scheiß 29-Minuten-Video geguckt, wo Hugo seine Traumfrau findet, nur um hier in diesem Video bei Minute 2:42 in 10 Sekunden ihn zu... Sorry. ihn zu sehen, wie er rausfliegt von derselben, Bro. What the fuck? Geht das einmal nach vorne, ihr Jungs? Ah, Philo. Ja, der Flammenwerfer war schon... Ah, okay. Hier, Philo genommen. Hi, ich bin Bouget, ich bin 26 und ich bin nicht freiwillig hier. Das ist geil, wie Revi extra andere Girls gecastet hat für das Format. Bouget, ich bin Sebastian, ich bin 30, der Boden ist ziemlich dreckig. Darf ich bei dir zu Hause einkehren? Ich würde sauber machen. War, kostenlos? Ja, kostenlos. Ziehst du auch so ein Maid-Kostüm an? Ausprobierst. Ja, ich würde einfach... Eine mit Kostüm dann, ja. Danke dir. Ich war mir überreden, aber es hat geklappt. Komm, wir fahren los. Ja, doch, ist süß.
Doch, es ist süß. Hey, ich bin der Adi. Möchtest du irgendwann mal ein Baby haben? Auf gar keinen Fall, nein. Nein. Spaß, nein. Nein, hat sie gesagt, geh weg. Lass mich in Ruhe. Hör auf. Guten Morgen, guten Morgen. Hi. Meine Mama hat mich damals im Spieleparadies leider nicht mehr abgeholt. Willst du meine neue sein? Ja, ja. Es funktioniert! Oh, yeah! Felix, warum hast du eine Tasche um, Bro? Du musst gerade nichts Wichtiges gerade mit dir rumtragen. Leg sie einfach weg. Hat Papa Platte eine Karriere als Twitch-Streamer begonnen? Weil er herausgefunden hat, dass er besser im Headshot verpassen ist, als im Kopf rechnen. Was? Digga. Oder wirklich, wer auch immer 3AA, also AAA ist, donate einfach nie wieder, Digga. Kevin, wie nennt man eigentlich einen sportlichen Eisbär? Schweißbär Schizo. Ich bin seit 1967 am Leimschnüffeln und suche auf dem Tennisplatz nach weißen Linien. 49 Mal wurde ich zum alten Krautbauer gekürt. Davon 3-mal in der Kategorie der Kokerbauern. Ich bin der wahre Bürosbocker. Ich bin Hugo, hier in Grashalm. Nein. Bruder, drei Adlerstich. No joke. Oh, fuck, Bro. Ja, der ist bodenlos, aber ja. Let's cook it. Hast du zufällig 6 cm Platz und 30 Sekunden Zeit? Bitte sag ja, ich will einmal ja. Ja, komm, ja. Ja, ja. Bitte sag ja. Er hat ein Mobil, Digga. Hi, ich bin Kaya, 22 Jahre alt und ich stehe auf die selbstbewussten Männer, die wissen, was sie wollen. Hi Kaya, ich bin Sebastian, ich bin 30 und hier in dieser Kiste sind 22 giftige Skorpione drin. Wenn du nein sagst, lasse ich die alle auf den Boden fallen. Okay, da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst. Ja, wie nennt man einen Eisbär mit Flammenwerfer? Eisbär Schizo. Ja, aber trotzdem, danke. Hey. Hi. Raus, raus, das hat zu lange gedauert. Oh mein Gott. Viel zu schüchtern, unsicher, gar nichts. Nein, nein, Security! Raus! Du müsstest das für mich vorlesen. Abgang. Einmal Abgang. Für mich vorlesen. Ja, du kannst es gerne für dich selber vorlesen zu Hause oder da in der Ecke. Boah, Bruder, sie hat Englischlehrer-Vibes. No joke. Sie wäre safe eine gute Englischlehrerin. Oh mein Gott, Bruder. Sie würde reinkommen und würde erstmal die Lärmeampel da aufstellen. Und immer wenn die Leute zu laut sind, dann schlägt es so rot aus oder sowas. Sie kommt so mit so komischen Spielen von der Uni um die Ecke so. Hey Leute, wir teilen uns jetzt in 4 Teams ein. Jedes Team geht in eine Ecke. Oh mein Gott, Bruder. Fuck mich die ab. Lese es deiner Mama vor, da wohnst du bestimmt noch. Du hast mir ziemlich den Kopf verdreht, so ich meinen Opfern 1994. Also ich hätte jetzt auch ein bisschen Angst, was du... Oder dieses Meme übernimmt, no joke, what the fuck, Bro. Revi checkt sogar, hä? Mir machst, obwohl das ja jetzt schon ein bisschen her ist. Mhm. Tja, wir haben ein Meme created. Geh mal lieber erstmal und ich hoffe, ich überlebe. Hey, erstmal. Ich bin Jan. Bist du Senf? Ich hätte dich gerne auf meiner Wurst. Doch, Bruder. Also... Also. Ab mit dir! Was geht ab, was geht ab? Ich bin Mike, ich habe mich übel krass vollgeschissen. Darf ich mich bei dir umziehen? Also ich würde eher empfehlen, Windeln zu tragen ab dem heutigen Tag. Jeder in meiner Größe. Absolut, jeder von euch kriegt eine Anzeige. Ihr könnt doch nicht einfach meinen Namen hier verwenden. Das ist Rufschädigung. @Boris_Becker_DennisGott im Nein, Chat jetzt. Junge, wie nennen man einen Affen, der gerne Schinken-Nuggets isst? Schinken-Nugget-Affe oder so? Was? Bro, was? Schinken-Nugget auch, Digga. Nicht mal Schinken-Nugget. Einfach. Ich prägte die Tenniswelt mit Triumphen und Inspiration. Meine Begabung und Leidenschaft machten mich zur Legende. Oh, mein Name steht für unvergessliche Siege und ein bleibendes Vermächtnis im Tennis. Digga, an dem Punkt weiß ich echt nicht mehr, wer alles unter Boris Becker donated. No joke. Bruder, what the fuck, Alter? Was geht ab, was geht ab? Ich bin Mike, ich habe mich übel krass vollgeschissen. Darf ich mich bei dir umziehen? Ich bin Doris Decker und niemand schlägt fest. Also ich würde eher empfehlen, Windeln zu tragen ab dem heutigen Tag. Gibt in meiner Größe keine. Gibt in meiner Größe keine. Nee, also sorry, aber ich bin ein bisschen allergisch. Schönen Tag noch. Hi, ich bin Nils. Pferde sind scheiße. Wann hast du vor das letzte Mal geweint? Wie nennt man einen fliegenden Bären? Hubschrauber Schizo. Nee. Mein Kindheits-Crush war Kim Possible. Und jetzt? Ja, du siehst ein bisschen so aus. Ja, vielleicht kann dein kleines Ich ja nochmal wiederkommen, dann sage ich ja, aber zu dir sage ich nein. Wait, ja, da musst du dich jetzt wohl entscheiden. Wait, what? Was? Zwischen den ganzen Leuten. Schwierige Entscheidung. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich gehe mit den 22 Skorpionen nach Hause. Ja, ich verstehe, die Drucksituation war groß. Danke dir. Viros Borker steht für unvergessliche Linien auf dem Tenniscourt und Schinken-Nuggets bei dem Seitenwechsel. Viros Borker locker Hocker diese Zocke. Junge,
Hört auf zu donaten, Bro, for real. Bro, das sind zwei verschiedene Personen. What the fuck, hä? Alt und ich suche natürlich die Liebe meines Lebens. Hallo Svenja, ich habe gerade dieses. Die sollen alle mal die Fresse halten. Ich bin der einzig wahre Boris Wecker. Nee. Ja, okay. Ich wollte es nochmal gesagt haben. Hi, ich bin Chan. Ist das hier ein Anime oder wieso siehst du aus wie gezeichnet? Okay, das war süß, ja. Ja. Könnte ich dein Baby sein? Nein. Bruder, wirklich, Adi ist was so komisch. Was ist der Unterschied zwischen einem Krokodil und einem Alligator? Das eine sieht aus wie ein Gürtel und das andere wie eine Handtasche. Mann, Junge, jetzt hört doch zu reden. Was ist das hier schon wieder? Ich bin Boris Becker und ich backe gerne. Boris, Mann, Junge, ich hasse, ich will muten, Donuts, Jesus Christ. Nein. Nein. Bro, das ist so weird. Nein. Das ist so weird. Lass das. Hallo, ich bin Felix und ich habe mich gefragt, ob dein Vater im Gefängnis ist. Wenn ich dein Vater wäre, dann wäre ich im Gefängnis. Nein. Ich will ganz kurz, warte kurz. Arbeiten deine Eltern im Baumarkt, weil du bist voll der Hammer. Nein. Bis morgen um 7 Uhr. Hi, ich bin Nils. Da weißt du, was du schreien musst. Boah. Nee. Ah. Nee. Kennst du Movistar Planet, das Spiel? Ja. Wollen wir da zusammen sein? Hallo, ich bin Boris Hecker und ich habe das Pentagon gehackt. Shut up. Hat sie alle geneigt? Niemand war ja, oder? Mein Traumprinzen. Hi Sammy, ich bin Sebastian. Sammy, wie heißt es richtig? Die gerade Kurve, der gerade Kurve oder das gerade Kurve? Ich bin Boris, der Checker. Die gerade Kurve? Es gibt keine gerade Kurve. Oh mein Gott. Ich bin 30. Ich würde auch noch mehr für dich klauen. Ist kein Witz. Ich bin straffällig. Echt? Extrem straffällig. Wow. Ja. Voll beeindruckend. Oder? Ja, ciao. Ja, okay. Ich bin die Nummer 1 auf Loch. Hey, ich bin der Adi. Hi, Adi. Kannst du das bitte einmal vorlesen? Okay. Geh nach rechts, Schatz. Oh, oh, easy, easy. Oh, easy. Prinz, aber ich habe eine Prinzenrolle. Nee, Mann, ich kann gut sein. Ich habe 70 Wege, um dich glücklich zu machen. Der erste ist Mamo, der zweite ist 69. Oh. Ey, super! Ja. Hi, ich bin Nils und ich habe einen riesen Bauernhof. Eine richtig fette Kuh steht drauf und die heißt Mama. Hast du Bock, um heute Nacht um 3.30 Uhr einen Geldautomat zu klauen? Nee, danke. Ja. Mann, ich bin Google und das ist für dich. Oh. Ja. Oh. Nein! Sicher, Mike, Junge. Digga, Mike sieht auch einfach so verkorkst aus. Der braucht einfach nur ankommen und ist schon lustig. Wisst ihr, wie ich meine? Hi, ich bin Sophia, ich bin 23 und ich komme aus Berlin. Hi, ich bin Jan. Wollen wir ein Verstecken spielen? Oder wirklich, was zum Fick, Digga. Bin kein Boris, Boris Kepper. Ich bin Boris Kepper. Mein Zehennagel sieht wunderschön aus. Ich bin Boris Mecker und Muslime beten mich an. Digga, wollt ihr mich verarschen? Was ist das? Boris Keckwe. Hab gerade meinen Kiefer gebissen. Schmeckt nach Ohrenpenis. Für die Frau braucht man Inferno Turm Level 5. Digga, ich was bin Boris Kaffee, no cap. Ja, ist eh besser so, weil so eine wie dich finde ich eh nie wieder. Nein. Nein. What's poppin'? Hast du dich zufällig vollgeschissen? Weil bei dir bleibt mir die Luft weg. Ja, okay. Hey, sorry, dass ich spät bin. Ich hab grad noch ein Express-Delivery für dich. Okay, das ist süß. Hab ich gerade gebastelt. Ja, das ist Boris Becker, du hast noch eine Rechnung, mach mir offen, sollst dem. Shut up. Und du bist meine zukünftige Ehefrau, oder? Nee, sorry. Tut mir leid. Es geht ab, Sophia. Hast du Durchfall oder bist du endlich bereit für was Festes? Ja, der war stark. Du musst dich jetzt entscheiden. Du fährst links oder rechts aus? Links. Meine Dame ist zu gut, das ist für dich. Nee, tut mir leid. Oh, shit, jetzt mehr. Ich nehme Revi. Ja, ich weiß. Digga, von den drei, ja gut, Felix ist halt 1,20 Meter groß, ne? Das finden halt jetzt nicht viele so mega attraktiv. Ich habe gerade überlegt, wen würde ich von den drei nehmen? Also Zabix halt auf jeden Fall nicht. Das Ding ist halt, man muss sich halt entscheiden zwischen Vollkatastrophe, 80 Immobilien oder der lustigste von allen drei. Obwohl, nee, der lustigste ist actually Mike. Mike ist lustiger als Felix, aber Felix ist auch sehr witzig. Scheiße, vielleicht will ich mich doch für Mike nehmen. Ich glaube, ich würde Mike nehmen. Ich nehme Revi. Ja, ich weiß. Das war's von der wunderschönen Runde von Peter Wieland. Warum lachst du? Du hast einmal Ja bekommen. Nein, war ein gutes Video. War echt ein gutes Video. No joke, musst du. Mach du das.